Gold gab's für Maria Riesch nur am Ringfinger. Bei der Ski-WM in Garmisch blieb der ganz große Erfolg leider aus. Wochen später versöhnte sie sich dann aber mit dem Gewinn des Gesamtweltcups. Mehr geht nicht. Für mich als Sportlerin ist der Gesamtweltcup einfach das Größte, was man erreichen kann. Es haben erst zwei deutsche Alpine vor mir geschafft und ja, da bin ich unheimlich stolz drauf. Doch auch unsere DSV-Adler setzten nicht zu Höhenflügen an. Enttäuschung pur. Erstmals seit 20 Jahren schafft es keiner der Athleten in die Top 10 bei der WM. Erfolgreichster Deutscher bei der nordischen Ski-WM in Oslo war der Kombinierer Erik Frenzel mit einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Locker toppen konnte das Magdalena Neuner bei der Biathlon-WM. Dreimal Gold und zweimal Silber. Damit wurde Goldlina zur Sportlerin des Jahres gekürt, nachdem sie mit nur 24 Jahren ihr Karriereende für 2012 bekannt gab. Schade, schade, dieses süße Lächeln wird uns sicher fehlen. Bis auf Raoul haben wir das Halbfinale der Champions League immer nur im Fernsehen gesehen. Ja, und dann war es endlich soweit. Nach dem Überraschungserfolg gegen Inter Mailand stand der FC Schalke 04 im Halbfinale der Königsklasse. Gegen Manchester United war dann zwar Schluss, für alle Beteiligten dennoch ein unvergesslicher Moment. Feiern können sie, und das nicht zu knapp. Top-Talente und Teamgeist brachten Borussia Dortmund den 7. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Und es gab wohl keinen, der dieser jungen Truppe den Erfolg nicht gegönnt hat. Mit dem Pokalsieg der Schalker war dann auch die 48. Bundesliga-Saison beendet. Mit 5:0 ballerten sie den MSV Duisburg aus dem Berliner Olympiastadion. Er machte sich im Juni unsterblich. Als erster Deutscher gewann Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks den Titel in der NBA. Der Empfang in seiner Heimatstadt Würzburg bombastisch. Zu Recht für diese Leistung, Dirkules, du bist der Größte. Martin Keimer gelang zu Beginn des Jahres nahezu alles. Ende Februar übernahm der Golfprofi als zweiter Deutscher nach Bernhard Langer die Führung in der Weltrangliste. Das Jahr 2011 beendet Keimer schließlich auf Rang 4. Unter die besten vier kam auch Tennisspielerin Angelique Kerber bei den US Open. Ebenfalls ins Halbfinale kam Sabine Lisicki in Wimbledon. Die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin 2011 ist aber Andrea Petkovic. Mit drei Viertelfinalteilnahmen bei den Grand Slam Turnieren zieht die 24-Jährige in die Top 10 der Weltrangliste ein. Der Boxkampf des Jahres fand Anfang Juli in Hamburg statt. Wladimir Klitschko besiegt den Briten David Haye einstimmig nach Punkten. Damit ist er zusammen mit Bruder Vitali im Besitz aller bedeutenden WM-Titel im Schwergewicht. Die Begeisterung war groß, die Enttäuschung danach umso bitterer. Mit 0:1 nach Verlängerung schieden die DFB-Frauen bereits im Viertelfinale der Heim-WM gegen Japan, dem späteren Weltmeister, aus. Wochen später dann der nächste Rückschlag. Es war eine bewusst und sehr gut überlegte Entscheidung. Ich habe mir auch bewusst sehr viel Zeit dafür gelassen. Aber bin jetzt trotzdem zu dem Entschluss gekommen, einfach meine Karriere zu beenden. Ein verkniffenes Lächeln und danach der Abflug aus Shanghai. Nach enttäuschenden Leistungen bei der Schwimm-WM lässt die DSV-Kapitänin Britta Steffen ihre Staffel im Stich und verlässt vorzeitig das WM-Quartier. Einzig ihr Freund Paul Biedermann verhindert mit dreimal Bronze die totale Pleite der deutschen Beckenschwimmer. Doch auch US-Superstar Michael Phelps war noch nicht der Alte und musste sich seinem Landsmann Ryan Lochte jeweils geschlagen geben. Nur in seiner Paradedisziplin Schmetterling sicherte sich Phelps zweimal WM-Gold. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt waren die Deutschen bei der Leichtathletik-WM im südkoreanischen Daegu. Hochspringer Raul Spank und Speerwerferin Christina Obergföll konnten die Enttäuschung über ihre verpassten Medaillen nicht verbergen. Dafür landeten drei starke Typen den großen Wurf. Mit Speerwerfer Matthias Desordo, Hammerwerfer Robert Harting und Kugelstoßer David Storl konnten die Deutschen am Ende dreimal Gold bejubeln. Für die ganz großen Momente sorgten jedoch andere, allen voran Superstar Usain Bolt. Ein Fehlstart und das Aus über die 100 Meter, eine Blamage für den haushohen Favoriten.
Dagegen avancierte der unterschenkelamputierte 400-Meter-Läufer Oscar Pistorius zum Publikumsliebling. Am Ende schaffte es der Südafrikaner bis ins Halbfinale. Deutscher Hochgeschwindigkeitsfußball auf Top-Niveau. Vor einigen Jahren klang das wie Hohn. Doch Bundestrainer Joachim Löw und die deutsche Nationalmannschaft brauchen sich schon lange vor keinem mehr verstecken. 10 Siege in 10 EM-Qualifikationsspielen, Titelfavorit für die kommende Europameisterschaft. Und zu guter Letzt noch Erzfeind Holland in die Flucht geschlagen. They are one of the favorites, yes, of course. Bitte weiter so. Jubel bei den deutschen Hockeyherren. Durch den Finalsieg gegen die Niederlande sichern sie sich im August bei der Heim-EM in Mönchengladbach den Titel. Die Frauen belegten am Ende Rang 2. Der neue Surf-Weltmeister kommt aus Hamburg. Der 17-jährige Philipp Köster sicherte sich im September als erster Deutscher überhaupt den WM-Titel. Noch ein Weltmeister. Stefan Bradl ist neuer Motorradchamp in der Moto2-Klasse. Im November sicherte sich der 21-jährige den Titel als erster Deutscher seit 18 Jahren. Sebastian Vettel verteidigte seinen WM-Titel erfolgreich. Der jüngste Formel-1-Weltmeister aller Zeiten sicherte sich im Oktober seinen zweiten WM-Titel in Folge und schreibt weiter Geschichte. Wie so viele deutsche Sportler in diesem Jahr. Jetzt geht es aber mit Vollgas ins Olympiajahr 2012.